Thomas Schmidt. Ja, schön, dass ich nochmal ans Mikro darf. Ein kleiner Text über ein großes Problem. Meine Frau wünscht sich einen Hund. Nicht mit mir, habe ich mir gedacht, und deshalb gleich die ganz schweren Geschütze aufgefahren. Schade, habe ich gesagt. Schade, schade, schade. Zu schade, dass ich auf Tierhaare allergisch bin. Da wirst du dich wohl entscheiden müssen, der Hund oder ich. Hätte ich mal lieber bleiben lassen. Kurz und prägnant erklärte mir meine Frau in einem knapp zweistündigen Stickreif-Referat, dass so ein Hund genau das sei, was sie sich von Herzen wünsche, nämlich das genaue Gegenteil von mir. Aufmerksam, reinlich und wassertrinkend. Ich ließ mich davon nicht beeindrucken, hatte ohnehin nicht alles mitbekommen, aber versuch du mal, einen Wasserfall leer zu trinken. Ich sah sie daher lange aus meinen rehkitzbraunen Augen an und sagte, kannst du das bitte nochmal alles wiederholen? In der dadurch entstandenen kurzen Pause versuchte ich zu erklären, dass ich mir früher als Kind immer vorgestellt hatte, wie schön das wäre, wenn man, wo man doch mit Nachnamen schon Schmidt heißen muss, wie schön es wäre, wenigstens einen exotischen, einen prickelnden Vornamen zu haben. Radoslav, Kevin oder Pierre. Okay, das waren alles Vornamen von Fußballern, aber das war die Exotik der 80er. Meine Eltern haben sich dann für Thomas entschieden. Das hat mir meine ganze Jugend versaut. Mittlerweile bin ich einigermaßen drüber weg. Und dann kommt meine Frau und verlangt von mir, dass ich mein Leben mit irgend so einem Luxusgeschöpf teilen soll, das laut Züchterangaben Cassie von der Rabenleite heißt oder Flöth von Gagenstein zu Kassel. Es gibt Menschen, die würden den rechten Arm dafür geben, um so heißen zu dürfen. Ich zum Beispiel. Flöth von Gagenstein zu Kassel. Um als normaler Zweibeiner so heißen zu dürfen, muss deine Familie mindestens 3 Jahrhunderte lang Leibeigene geschunden und gequält haben. Und sowas in meinem Haus, das kannst du nicht von mir verlangen. Natürlich gäbe es auch noch die Möglichkeit, sowas Gemischtes auszusuchen, wo vom afghanischen Wind bis zum deutschen Schäferhund so ziemlich alle Rassen und Nationen vertreten sind. So eine Art Multikulti-Wollknäuel. Stinkt zwar immer noch nach Hund, ist aber politisch korrekt. Aber stinkt. Abgesehen davon, wenn du darauf verzichtest, das Vieh mit sämtlichen Adelstiteln und Auszeichnungen anzusprechen, da kommt dann schon das nächste Problem. Egal wie du das Tier nennst, irgendwie gibt man sich bei der Namenswahl zwangsläufig der Lächerlichkeit preis. Bello. Wuffi. Struppi. Das geht noch bei Stoffhunden, aber sobald das Ding atmet, outet man sich mit solchen Namen automatisch als reaktionär, rückständig und ewig gestrig. Und wer will schon ständig für ein CSU-Mitglied gehalten werden? Und wenn du versuchst, bei der Hundstaufe einigermaßen originell zu sein, dann geht das meistens auch in die Hose. Ich habe einen Bekannten, der hat seinen Cocker-Spaniel Joe getauft. Joe Cocker. Wie witzig. Er hätte noch Cola nennen können. Coca-Cola wäre auch nicht schlimmer gewesen. Und dabei kann man auch von Glück reden, dass das Vieh kein Weibchen ist, denn sonst hätte es Spaniela geheißen. Und dann wollen Frauen ja nichts Ausgewachsenes. Nein, keinen älteren Hund, bei dem man getrost davon ausgehen könnte, dass er das nächste Jahr nicht überlebt. Nein, da muss was Süßes her. Putzig muss er sein, der beste Freund des Menschen, am besten ein Welpe. Sauber sind die dann ja noch nicht. Die machen noch in die Stuben rein. Aber egal. Schon früh habe ich mir angewöhnt, wenn ich in einer Beziehung bin, die Klotür immer offen stehen zu lassen, damit ich durch den dann für jedermann bzw. jeder Frau sichtbaren Akt des im Sitzen Pinkelns demonstriere, dass ich den grundlegenden Ideen der Gleichberechtigung Alice Schwarze und dem Feminismus in seiner Eigenschaft als Minderheitenbewegung grundsätzlich aufgeschlossen gegenüberstehe. Glaubst du, dass mich dafür je eine Frau gelobt hätte? Und dieselben Frauen streichen dann irgend so einer Promenadenmischung über den Kopf, die gerade auf den am Boden liegenden Bildband von Claude Monet gekackt hat und stammeln verzückt, habt ihr ein kleines Häufchen gemacht? Ja, ja, nicht, dass ich davon nicht auch schon geträumt hätte. Das mit dem Bildband, meine ich. Aber irgendetwas tief in meinem Inneren sagt mir, dass ich dafür nicht gestreichelt worden wäre. Wir Männer spüren so etwas. Naja, langer Rede, kurzer Sinn, kein Hund in meinem Haus, habe ich gesagt, nicht, solange ich hier auch was zu sagen habe. Klar ist das traurig, aber hier ist ein Tempo. Kein Hund, habe ich gesagt, kein Hund, und das ist endgültig. Wir haben dann einen Dackel gekauft. Aber wenigstens heißt er nicht Bello, ist ja auch ein Weibchen. Jedenfalls haben wir uns angefreundet, Bella und ich.
Ella ist ein nettes Tier. Manchmal, wenn mein Essen ein Stück Braten übrig bleibt, lässt sie es unter den Tisch fallen, damit ich auch was davon habe. Ich soll ja nicht leben wie ein Hund. Vielen Dank.